So, da sind wir wieder bei der Binding of Isaac und heute spielen wir mit Azazel im Hard Mode. Eine Sache, die für mich neu ist. Ich habe ja jetzt mal einen neuen Monitor, habe ich ja gestern ein Video dazu hochgeladen. Oh, Video! Ich habe jetzt spielt selber persönlich in einer höheren Auflösung als... Die Räume sind eine andere Form, kann es sein? Man sieht nicht mehr die Unterseite von den Räumen so gut, wegen der hohen Auflösung. Aber ich kann es nicht ändern. Außer, dass mein Auge gerade spontan wehtut. Ich sterbe! Ich sterbe! Ja, jetzt tut mein Auge erst recht weh. So. Und wir haben diesen komischen... Hey, du weißt nicht, was es ist, Fluch. Ganzes Head. Okay. Das ist schon mal ein guter Start-Item. Ach ja, wir fliegen ja mit Azazel. Okay, Moment. Nee. Ich sehe das Fenster kleiner. Ich versuche es irgendwie in 1080p zu kriegen. Das ist... So, ihr habt gerade ein Standbild. Ich weiß nicht, welche Auflösung 1080p ist. Ich kann es einfach so random durch die Gegend ziehen. Ich ziehe es einfach ein bisschen größer, als es normalerweise ist. Aber nicht... Aber ich versuche es so zu lassen, dass der Raum so ist. So soll es passen. Leckt es gerade kurz für euch? So. Wir spielen so. Ich hoffe, das ist eine richtige Auflösung, dass ihr alles erkennt. Wir haben auf jeden Fall Black Bean. Heißt, dass wir pupsen. Sobald irgendwas auftaucht. Und hier, ich hatte mal wieder Lust, mit der Zelle ein bisschen durch die Gegend zu Brimstone. Nach den ganzen fehlgeschlagenen Darkroom-Challenges. Wir haben mit Azazel schon eigentlich alles geschafft, deswegen würde ich einfach mal gerade in Hard Mode mit Azazel spielen. Und sollte jeglichen Schaden natürlich vermeiden in dem Falle, weil wir sonst sterben werden. Und wollen wir sterben? Ich glaube nicht. Wollen wir den Stein da springen? Ja, ich glaube schon. Aber wir haben keine Bombe. Ich habe auch gestern im Subreddit von Isaac noch eine Diskussion gelesen. Da haben die darüber... Ja, es war sehr schlecht. Da haben die darüber diskutiert, warum... Ja, komm. Oh, ich hatte doch eine Fullcard. Ich hätte sogar fliehen können. Der Geistboss. Als erster Boss so ein schrecklicher Boss ist. Wir benutzen unsere Bombe nicht für den blauen Stein, sondern dafür. Sehr riskant, aber... Es hat sich gelohnt. Ja, es hieß einfach nur, weil diese... Also, der klügste Kommentar von allen da war halt, weil diese kleinen Geister da am Anfang da sind. Nicht mal der Boss selber. All diese kleinen Geister sind ja schon, wenn man noch keinen Schadensupgrade hat, echt eine präsente Bedrohung. Okay. Warum nicht? Der Horn. Genau diesen Boss meine ich. Und ich kann die Begründung verstehen. Angeblich brauchen die nämlich mit normalen Tränen 7 Schuss, bis die kaputt gehen. Ist mit Azazel auch nicht so gerade die Freude. Ja. Ich mag es auch nicht, dass dieser Charge ein Herz Schaden macht. Look Cap, HP und hier ist ab. Und Shot Speed ab. Oh ja, nice. Wir haben Damage ab und Shot Speed ab in der ersten Ebene. Okay. Wieso hat uns das Spiel auf einmal so lieb? Ach ja, weil wir Azazel spielen. Wir können ja schauen, dass wir im Boss Rush machen. Ach ja, mit dem Hard Mode schaltet man im Boss Rush sogar Sachen frei. Das ist sogar also dann wirklich so ein anzielbares Ziel. Das... Holly hat mir auch erzählt, dass er selber einen Isaac Ruckler hat. Ich kann es mir auch nicht erklären, wodurch diese entstehen. Aber ich weiß, dass ich da rein möchte. Mir die beiden Sachen hier gönne und dann Tschüss sage. So. Da oben war der Goldraum. Da sollte ich vielleicht nochmal hin. Ich habe eigentlich nichts anderes. Es sollte eigentlich nichts ruckeln. Ich spiele ja jetzt nicht mal in der hohen Auflösung. Okay, das ist sehr nett, dass da einfach so ein schwarzes Herz liegt. Den Schlüssel verwenden wir dafür. Damage und HP ab. Einfach in einem Goldraum mal ein Damage und ein HP ab. Warum können wir nicht immer so tolle Sachen finden? Warum? Warum muss man bei solchen Spielen sich anstrengen? Kann das Spiel nicht einfach für mich einfach... Okay, wenn es auf so einen Stein liegt, reicht die Bombe für nichts. Gut zu wissen. Die zweite hebe ich mir allerdings ein bisschen mehr auf. So, das Münzi-Münz kommt trotzdem mit. Ups. So. Ach, ist das schön. Drei Töpfe. Yes. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wo raus, aber man kann sich scheinbar den... diesen Teufelsbagger auch irgendwo raussprengen aus einem der Items. Gut, dass ich die Fliegen parat hatte. So. Alles gekillt. Dann gehen wir zum Boss. Beschwören Fliegen, legen eine Bombe.
Aua, und töten ihn. Das sind übrigens Tuttles Nudeln. Das sind statt den Zahnstochern, die in den Augen sind. Ah, schön, dass wir die auch mal finden. Na, ihr Nudeln? Und dann habe ich nur Jiddle reingeschrieben. Und die Striche sind ein bisschen breiter da in den Augen, aber es sind halt auch dicke Nudeln einfach. Hm, dicke Nudeln. Okay, das ist ein super scheiß Angebot, aber danke, Satan. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Herzen. Und 4 Minuten Zeit verbraucht. Okay, dann gehen wir direkt weiter, nachdem wir ihn hier nochmal weggelasert haben. Ja, unser Damage ist auf jeden Fall schon mal supi-dupi, würde ich mal sagen. Besonders nach diesem schnellen Bosskill. Wow. Haben wir nochmal einen Schlüssel abgestaubt? Ja, das ist gut. Und haben wir keine mehr, gehen wir weiter. Die ersten zwei Ebenen sind immer schrecklich, wenn man halt zwei Shops auslassen muss, wenn man einfach nicht alles hat. Da brauchen wir einige Schlüssel, aber Goldraum ist mir gerade wichtiger als random Kisten. Gibt es auch Gegner in dem Spiel? Ah, das sind echte Gegner. Echter Gegner-LP. So, da gehen wir auf jeden Fall rein. Da wird eh nur ein halbes Herz Schaden kriegen. Dank Azazel. So. Bisschen Speed wäre ganz cool. So. Weg mit euch. Wir fliegen. Okay, wenn die schnell sterben, hat man genug Schaden. Auf jeden Fall. Dass wir einfach jetzt schon genug Schaden haben. Ja, krass. Wir haben irgendwie gut Damage-Upgrades gefunden, ne? Aber nur so einmal angepupst. Spielen wir im Hard Mode? Ja, klar, es kommen ja so richtig viele rote Gegner, aber irgendwie. Es droppen so viele rote Herzen, deswegen war ich gerade irritiert. Pheromone, okay. So, 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 öffnen und so. Wir müssen einfach so schnell wie möglich halt alles an- und ausmachen und nicht konzentrieren. So, da ist ein zweiter Schlüssel, dann können wir hier schon. Nein. Wimpson und Säumig verträgt sich überhaupt nicht. Ich habe sie sonst immer mitgenommen, aber jetzt will ich ja gerade mal was erreichen im Leben. Außer Trauer. So. Dann Pille. Pille, Palle, Pulle. Full Health. Bringt mir gar nichts. Aber der Raum braucht dafür die Seelenherz, Entschuldigung. Nochmal ein Damage up. Sehr gut. Schade, dass sowas mich noch berührt hat, bevor er gestorben ist. Okay, wir leben sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber es gab auch einiges sehr Cooles in der Ebene bisher. Wir werden die Goldkisten gleich aufmachen. Allerdings schaue ich erstmal, ob ich vielleicht auch noch einen zweiten Schlüssel finde. Da explodiert einfach. Warum explodiert denn alles in Schüsse? Und es war auch noch so ein bunter Gegner. Noch mein Herz weniger. Wir sterben einfach, weil wir zu schnell spielen. Das Spiel hasst mich. Ich habe halt gehofft, dass, naja, der Schlüssel rauskommt. Ich bin scheiße. Aber wenn die Würmer als erstes kommen, kommen irgendwie generell drei Würmer und dann ist der Raum vorbei. Eine Münze. Okay, uns steht es nicht gut. Okay, noch eine weitere Pille herausgefunden. Die Bad Gas Pille. Ich hätte den Schlüssel für den Job nehmen sollen. Wie mir jetzt erst auffällt, dass ich richtig viel Geld habe. Nee. Ich habe noch nie in dem Habe ich in dem Geheimraum überall Schlüssel gefunden? Ich glaube nicht. Gehen wir lieber weiter. So. Ab jetzt beginnt. Sind wir in der vierten Ebene? Ja, ab der fünften. Ja, ab der dritten bis fünften Ebene kriegt man mehr Seelenherzen auf jeden Fall. Da könnte ich reingehen. Ich riskiere es einfach mal. Oh ja. Das war sehr gut. Wir machen es erst einmal, aber behalten die Pfote. Und hoffen auf weitere Lebensupgrades. Wie man die Würmer, die rauskommen, nicht mal sieht. Okay, wenn ich es so mache, schon natürlich. Ja, ihr wisst, was ich meine. So machen wir. Dann verbrauchen wir die Pfote. Direkt. So. Ach, das war jetzt die Damage-Up-Karte, oder? Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich hatte gerade irgendwie im Gefühl, dass jetzt Laserstrahlen rauskommen. Du bist ja gar nicht blaut. Du bist ja der Normale. Okay. Gut, ein All-Stats ist auf jeden Fall geil.
besonders da unser Leben jetzt dadurch wieder voll ist und alle Fehler verziehen sind. So. Das ist auch sehr gut. Das ist noch besser. Jetzt können wir sogar in den Shop noch reingucken. Oh, zwei Steine. Purity, Reinheit, macht den Fluch weg und Vision deckt die Ebene auf. Machen wir mal Vision. Ja, machen wir es einfach jetzt schon. Jetzt mal für die nächste Ebene noch aufsparen können, aber egal. Da war die Chance auszuweichen etwas zu gering. So, wir kämpfen uns natürlich als erstes direkt zum goldenen Raum hoch. Ich meine, Brimstone Instant schießen zu können ist zwar geil, aber es bringt uns nichts mit dem Charakter. Also, beziehungsweise wenn unser Schaden dann halt weg ist, ne? Weil ihr wisst, wie der Schaden aussieht, wenn man dieses eine etwas, das sich Item schimpft, mitnimmt. Das ist auch sehr gut. Der Rest ist mir relativ Banane gerade. Wir wollten jetzt eine Herz übrigens wegen Devil Deals. Weil dann kostet der Devil Deal nur ein rotes Herz statt... ja, ihr wisst schon. Die üblichen Kosten. Was habe ich denn gerade? Alles trifft mich. Stein mit Kreuz? Nee, ne? Ich glaube nicht. Kommt mir vor, als würde das Spiel leicht ruckeln generell. Ich schaue da nochmal drüber. Oh, noch ein Schlüssel. Sehr nett. Ach, Vision deckt auch die Geheimräume auf. Ach ja, und wir erzeugen jetzt übrigens Fliegen. Wir sind also so gesehen Guppy, obwohl wir nicht Guppy sind. So, das ist sehr, sehr gut. Das Spiel ist ja heute äußerst nett zu uns. Was haben wir denn getan? Haben wir irgendwem gespendet? Ist Gott heute auf unserer Seite, da wir einen Dämon spielen? Ja, genau, am Ende der Ebene kriege ich einfach. So, Gerdy. Du bist der schwarze Gerdy, der nur spawnt. Deswegen ist es scheißegal, wo ich bin. Dann ballern wir dich einfach so schnell wie möglich tot. So, noch ein Lebensupgrade. Gehen wir da mit unserem zwei Herzen rein. Ach, Satan, du kannst mich auch mal, ne? So, gehen wir weiter. Sehr gut, wir müssen uns ja trotzdem noch beeilen. Sind ja noch vor der Uhr. So. Jetzt können wir uns erstmal die zwei Herzen aufheben. Ich wollte eine Bombe legen, ich habe aber keine Bombe. Ist es eine XL-Ebene gewesen? Das wäre perfekt. XL-Ebenen gehen generell schneller. Nee. Ich dachte gerade, ich habe zwei Goldräume gesehen, deswegen war ich irritiert. Gut, dann gehen wir direkt da unten lang. Richtung Goldraum. Da ist ein Goldkistengegner, der keine goldene Kiste verliert, weil ich bei uns mobben will. Boah, Alter, habe ich einen starken Brimstone, ne? Das ist ein Rausteleportier-Item. Könnte ich theoretisch als Absicherung mitnehmen für den Bossrush, dass ich rausgeportet werde. Aber wir wollen ja den Bossrush schaffen. Deswegen dürfen wir ja ruhig verrecken. Dich heben wir kurz auf. Zack, und holen uns mal ein schwarzes Herz. Danke. Du hast Z-Tierbombs. Es gibt mir 5 Bomben. Dafür mache ich's. Für 5 Bomben bin ich dabei. Hier einfach nicht diese... Die hätten genauso die mit dem Blut nehmen können. Auf so einer Ebene schon. Das ist dann wieder zu einfach. Alles ist zu schwer oder zu einfach. Nichts ist gebalanced. Binding of Scheiß of Balance. Geister. Ich mag Geister nicht. Nice. Das war schön. Da sind die Geister schnell futsch gewesen. Hier. Oh, die Bombe hat kein Brimstone geschossen. Ja, ich weiß. Leider tut sie das nicht. Funktioniert nicht wie Tammy's Head. Brauchen wir eigentlich gerade keine. Ich hab's trotzdem mal gemacht. Ja. Das sind so diese ganzen Damage-Check-Gegner. Den man dann immer sieht. Ah ja, passt. 4 Totenköpfe sind dann doch verlockend. Für eine Karte wenigstens. Eine Mondkarte, ja, bring ich mal zum Geheimraum. Ich noch ein bisschen Geld. So, jetzt aber schnell hier durch.
Wir wollen einfach nach links unten. Rest ist egal, wir haben genug Bomben und Schlüssel jetzt. Gut, dann geht's da lang wahrscheinlich. Oder war da hinten keine... Ja, da war eine Sackgasse, genau. Wollte schon sagen. Ich wollte mich schon fragen. So, den Raum müssen wir so oder so machen. Okay. Oh, Curse Immunity. Nice. Und mehr Bomben. Okay. Man kriegt, glaube ich, auch ein schwarzes Herz dazu. Aber ich habe es gerade mich einfach treffen lassen, weil ich doof bin. Naja, mit Guppies Paw sind wir immer noch auf der sicheren Seite, auch wenn ich mich doof anstelle und in alles reinrenne. Ja. In alles. Der Cage. Nein, danke. Hat dieser Boss nur ekelhafte Angriffe? Ja, hat er. All sets up. Okay. Langsam reicht's hier mal, ne? Unser Damage ist schon lange voll. Das heißt, all sets up, wenn Luck nicht erhöht wird. Eigentlich. Was ist denn das für eine Lüge? Ja, und Schussreichweite wird auch nicht erhöht. Naja, kommt drauf an, um wie viel ab. Ja, gehen wir weiter. Wir haben ja noch 5 Minuten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann tut es mir leid. So. Dann ganz schnell Richtung Goldraum. Kann ich von mir aus auch ein paar Gegner streifen. So und so. Schlüssel hin oder her. Wir schauen da gleich noch rein. Ich will nur gerade mich beeilen. Nicht, dass es dann wie beim letzten Mal ist, dass ich eine Minute Zeit noch hatte. Es jammert. Müll. Müll, Müll, Müll. Da ist Spinnig drin gewesen. So, das Beste aus der Ebene machen. Sollte ich alles Geld mitnehmen. Lass mich mal eingeblendet. Da ist ein Bettler. Könnte ich töten, habe ich auf jeden Fall einen Devil Deal nach dem Kampf. Beggar sprengen bringt der Devil Deals. Ich weiß, er hätte mir auch ein Lebensupgrade bringen können, was mit Guppies Paw natürlich ziemlich cool ist. Kenne ich nicht. Full Health. Okay. Brauche ich zwar auch nicht eigentlich, aber egal. YOLO MODA DOLO. So, haben noch ein bisschen Zeit. Kann ich meine Schlüssel auch ein bisschen verschwenden. Noch ein paar mehr Bomben bekommen. Das ist immer gut. Hier würde ich auch gerne alles sprengen. So und so. Sehr gut. Sehr gut. Den hasse ich. Sehr gut. Das freut mich, dass meine Hassgegner mal schnell gestorben sind. Wow, so viele bunte Gegner. Viele, viele bunte Gegner. Ich war verwirrt. Ich dachte gerade, zwei von den Totenköpfen sind Gegner, die ich bekämpfen müsste. Habe ich mich allerdings getäuscht. So viele Pillen mit Random-Effekten. Nein, danke. So, und wir sind kurz vor fertig. Und haben noch ein paar Minuten. Sehr gut. Oh, der ist Options. Das ist natürlich cool für Zukunft. Und das Recht ist cool für mehr Drops. Ich nehme, was mir das Spiel gibt. Wir sind eigentlich schon stark. Ja. Gut, dann auf geht's, ab geht's. 3 Totenköpfe noch. 4 sprengen wir die noch in dem Raum hier. So, der ist beseitigt. Okay. So, Mutti töten, Bossrush machen, pam. Wie mein Arm einfach schon halb besiegt ist. Hat sich selbst getreten. Noob. Wir kriegen Angel Deal? Was ist falsch mit dem Spiel? Wieso kriegen wir einen Angel Deal? Ich
Musste mich ja noch am Ende treffen, ne? So. Müll, 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 Müll. Dann nehmen wir die Blank Card mit. Ich weiß es nicht, das ist alles Schrott. Oh Mann, das ist immer das Deprimierendste. Wenn man dann zu Boschasch kommt, dann sind nur Müll-Items drin. Wir könnten Disney Night mit jedem Raum Random-Effekt. Ja. Rainbow Tears. Achso. Ihr im Boss Rush Modus habt dann auch noch verschiedene Farben. Du bist die pinke Version. Du kackst kleine, glaube ich, nur pinke Herzen aus. Und nichts Nerviges. Der Raum wird so laggen, früher oder später. Das ist keine gute Kombi mit das große Räume laggen. Boah, ich kann die Pieps nicht unterscheiden, ne? Ich dachte gerade schon wieder, das ist Bloat. Nein. Bitte weg. So. Das... Der Liebling aller Menschen, Loki. Gebe die 1 und... Gebe die 2. Aua. Ja, lieber selber springen, anstatt dass die Steine hier kaputt machen, die ich brauche. Steine sind eine gute Verteidigung. Alter, was ist denn da los? The Binding of Lay. So, die machen wir auch weg. Zack. Weggelasert. Dann... Er schon wieder in der schwarzen Gestalt. Alter, das ist, ich weiß nicht, was das ist. Ich schaue mal nach der Aufnahme nach und teste immer noch mal alles. Damit diese Lags, Slowdowns weggehen. Wow. Wenn der so schnell gestorben ist, müssen wir echt stark sein. So, wir können ja eigentlich an dem Stein bleiben. Weil er nicht, eh nicht da rein kann. Oh, die Geldversion eines Gegners. Es macht es nur einfacher mit mich, wenn es leckt. Was einfacher führe mich, wenn es so leckt. Dass die beiden zusammenkommen, ist aber auch eine Unverschämtheit irgendwie. Ich weiß nicht, was die schwarze Maske hat. Verfolgungstrennen. Okay. Gut zu wissen. Das war eh nur das. So, erstmal dich, der Explosion hat. Sehr nice. Hallo, Mister, ich charge dein Gesicht. Aber ich glaube, wir haben den Boss geschafft. Möchte ich mal ganz tapfer behaupten. Oh nee. Beschwört hier die Bombenwürmer. Geh einfach von deinem Viech runter. So, die Sensen sind besiegt. Nein, den Wurm möchte ich nicht. Jetzt komm her. So, sein Mount sollte ja irgendwo hier kommen. Ja. Erstmal den Ferdimann, der den anderen Boss angegriffen hat. Okay. Wir haben es geschafft. Und nichts bekommen. Okay, ich dachte, man bekommt was. Außer Legs. Ah, oh, ist das schön. Oh. Ich bin wieder spielbar. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht im Hard Mode gespielt. Aber ich habe auf dem zweiten Bildschirm natürlich die Seite offen. Hard Mode. Boss Rush? Schauen wir mal so. Ich dachte, man kriegt im Hard bei Boss Rush die Sachen. Beating Boss Rush, Beating Boss Rush mit einem Charakter, Boss Rush mit einem Charakter. Nö. Es gibt scheinbar gar nichts für die Hard Mode. Kriegt man im Hard Mode überhaupt was? Außer die Babys?
Okay, man kriegt nichts. Das ist ja langweilig. Ich hatte im Gefühl, dass... Weiß ich nicht. Ich täusche mich manchmal. Häufig. Naja. Dann spielen wir einfach weiter wie gewohnt. Machen wir auf keine großen Räume mehr. Drei Kisten. Ja, ich habe wohl keine Fluchtmöglichkeit. Kann man mit Azazael seinen Brimstone verlieren über so einen Würfelraum? Wir hatten gerade einen Dreifachschuss. Jetzt haben wir Pipi. Die Regenbogentränen. Jetzt haben wir einen Verfolgungsschuss, der nicht funktioniert bei dem kurzen Brimstone. Oh. Schauen wir mal rein. 5. Oh, die 5 ist lustig. Die benutzen wir gleich. Habe ich schon drauf gewartet, dass noch mal eine Hand kommt. So, dann machen wir den hier kurz. Nice Lebensupgrade. AK mehr Seelenherzen. Ja, dann schlachten wir jetzt ein bisschen Isaac aus. Mit dem 5er Würfelraum. Was bist du? Paralyse. Dann wird alles gemacht. Zack, zack, zack. Es ist echt nervig, dass durchs Aufheben von Items kann ich mich kurz nicht wehren. Wird schon lange besiegt. Oh, wir haben Versteinerungsrennen gerade, cool. Ja, natürlich dann recht schnell dadurch. Ich kenne sie forever. Ist auch nice. Das brauchen wir gar nicht, die Räume suchen. Ich habe einen Mauszeiger im Bild, ne? So einen Fehler mache ich eigentlich selten. Sorry. Aber es war, weil ich auf der Platinum-Gott-Seite war und dann wieder hier reingeklickt habe. Ich Dovi. Okay. Okay. Wie wir einfach einen Angel-Deal hatten, ne? Ich finde das ein bisschen ekelhaft. Weil im letzten Run habe ich extra alles ausgelassen. Alle richtig guten Items, die sich richtig gelohnt hätten mit dem Blue Baby. Habe ich einfach ausgelassen, in der Hoffnung auf einen Angel-Deal. Krieg keinen. Jenem mache ich sogar einen Devil-Deal, sprenge einen Bagger in die Luft und krieg einen Angel-Deal. Spiel muss mich hassen. So, haben wir alles gemacht auf der Ebene. Ja, bis auf die Geheimräume, die langsam auftauchen sollten. Ah. So. Und da ist der andere Geheimraum. Können wir uns noch ein Trinket erspielen? Wir haben noch gar keins. Schnell aufgeladene Leertasten-Items. Eine Chance auf den Dead Bird, wenn wir getroffen werden. Okay. Eve's Bird Food. Okay. So, 5. Wir wollen die Ebene. Ja, wir wiederholen die Ebene. Fällt mir eigentlich auf, ich wollte eigentlich jetzt den heutigen Part auch wieder teilen, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber... Also doch, ich habe schon Zeit, aber ich will jetzt nicht an Weihnachten unbedingt aufnehmen müssen, groß viel, aber dann nehme ich halt an Weihnachten extra Videos für euch auf. What's dabei? What's up? Eine Fliege tötet einfach den Gurgling. Sehr gut. Sehr gut. Und das ist die Spurt. Dem ein Fuß gefehlt hat und der war in Geistergestalt. Aber wir haben doch gar keinen Schaden bekommen. Also es ist eine random Chance, wenn ich einen Raum betrete, dass er auftaucht. Wäre mir auch recht.
Keine Guppy-Gestalt. Aua. Da oben ist nochmal ein Würfelraum. Wenn man Glück hat, haben wir nochmal ein zweites Mal die 5. Ja, es passiert. Ich weiß nicht, wodurch das verursacht wird. Aber es passiert echt öfter, dass man zweimal hintereinander so einen 5er-Raum bekommt. Die 6. Wir wollten unsere Items. Nee. Schade, schade, Schokolade. Das brauchen wir gerade nicht. Ich hatte genug schlechte Runs in letzter Zeit. Ich will jetzt nicht jeden Run zu einem schlechten Run werden lassen. Sobald ich jetzt nach dem Run hier, dann kann ich wieder solche Räume mitnehmen. Aber irgendwann braucht man doch auch mal wieder was Aufmunterndes. Und was ist aufmunternder, als mit Azazel alles wegzulasern? Schnell unser Brimstone aufgeladen ist, ne? Ich wollte mich gerade schon freuen, dass er eigentlich kaum getroffen wurde auf der gesamten Ebene. Und pam, pam, pau, 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 pau. 100 Treffer. Mr. Frage. Okay, das Wichtigste ist erstmal euch zu beseitigen. Weil die so oder so früher oder später loslässt. Ein Angel Deal. Damage und Range Up. Wieso krieg ich denn... Okay. Hä? Ach so, lol. Da bin ich mal gespannt, wer es jetzt gecheckt hat, was überhaupt gerade passiert ist. Bin ich ja echt gespannt. Ich hab's gecheckt. Ich erwähn's einfach mal nicht. Schreibt's einfach in die Kommentare. Und wenn schon 5 Millionen mal dasteht, dann votet einfach nur diesen Kommentar hoch, wo es drin steht, und schreibt's sich selber. Bei 5 Millionen mal dasselbe unter einem Video schreiben ist das Sinnloseste, was es gibt, und macht es für mich nur anstrengender, das Video zu lesen. So, und noch einen Kampfraum gibt es zu machen. Sehr schön. Vielleicht wegen dem Halo? So, nochmal Blast machen hier. Ne, unser Brimstone ist ein bisschen stark. Beste ist ja, er ist auch innerhalb von einer Sekunde aufgeladen. So. Ich packe auch meinen Strawpoll unter dieses Video. Soll ich diesen Rotfilter auf der Ebene ausmachen oder anlassen? Ich packe einen Strawpoll und ein Vergleichsbild in die Beschreibung. Dass ihr seht, wie es auch aussieht. Mich stört er eigentlich nicht, aber ich frage trotzdem mal einfach aus Höflichkeit. Vielleicht meint der Großteil ja, ja, da stört mich dieser Rotfilter bei dem Arbeitsplatz und macht die Videoqualität schlechter. Oder was weiß ich, was... Jeder hat doch immer seine eigenen Gründe. Blub. Rup. Stell dir mal vor, ich krieg durch diesen Dollar dann... Einholkarte. Cool. Kurze Zeit und sterblich. Geht es noch? Ja. Haben ein paar Münzen rausgeschlachtet. Ich hasse Spielautomaten immer noch in Isaac. Am Anfang habe ich die noch benutzt, wisst ihr noch. Mittlerweile habe ich es aufgegeben, diese Dinger zu benutzen. Es ist so langweilig. Du warst mein Boss. Warst. Ja, Mega Satan werden wir auf jeden Fall auch herausfordern. Sollte ja logisch sein. Außer irgendwas passiert noch, was unsere Tränen tausendfach verschlimmert. Wollen wir da rein? Weil wir können da rein. Okay. Das ist kein Raum, der in so einem Raum, kein Item, was in so einem Raum liegen sollte. Ich heile mich mal. So. Jetzt fühle ich mich so unwohl. Ja, gehen wir mal weiter.
Da konnte ich nicht viel dafür. Ich habe einfach reingeschossen und es war schon alles tot. Zu viel Damage. Schlecht. What's up? Jetzt reicht's aber auch mal mit den Full Health Pillen. Weißt du, wie ich jedes Mal dieselbe Tortur durchmachen darf? Nur um diesen Boss anzugreifen. Binding of Lexek. Es leckt so sehr. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was hat mich jetzt zuletzt getroffen? Ich habe das Rap-Baby freigeschalten auf jeden Fall. Ich sterbe doch, weil es so leckt einfach. Gut, komm. Ihr habt mich überzeugt. Ich gehe jetzt in diesen scheiß Arcade-Raum und spiele mir die Seele aus dem Leib. Wir haben noch das Polaroid, oder? Wir haben das Polaroid, oder? Wir haben das... Ja, und es kommen keine Enteldeals mehr, oder? Ja. Jetzt werde ich, kriege ich wenigstens bei jedem Treffer ein Schild. Ist doch klüger, als mich jetzt hier durchzuleiden. Mache ich wenigstens den Automaten. Der platzt doch eben bei 3 Versuchen wieder. Der in der Mitte kriege ich immer nur Schaden. Schauen wir mal, ob irgendwas wenigstens rauskommt. Geld, Herzen. Und Automat kaputt für eine Full-Health-Pille, weil wir noch keine hatten im Run. Well. Ich glaube, ich sollte meine Bomben auch benutzen, weil diese... Ja, wirkt recht stark. Sagen wir es so. Gut. Für Bossfights sind wir auf jeden Fall schon mal sicher. Den Rest noch nicht so. Aber es kommt noch. Ich finde diesen kleinen Geistervogel eigentlich ganz süß. Auch wenn er bisher noch nichts gemacht hat, aber egal. Ein Brimstone lädt so lange auf. Weil ich ein dreifach Brimstone habe. Ah, okay. Mehr Geld. Nein. Wofür? Da kann kein Geheimraum sein. Du da, du da. Darum gehe ich da nicht rein. Du da, day. Was gibt es denn hier? Nur Müll und Scheißdreck. Lasst mich einfach weitergehen. Du da, day. Himmelsebene gehe ich eh wieder direkt zu Isaac. Sonst leide ich nur unnötig. So, die haben wir weggebrutzelt. Schlüssel und Bomben haben wir unendlich. Oh, ja, komm. Hohoho. 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 Auch einer der ungefährlichsten Gegner im Spiel. So, Himmel. Himmel. Himmel, Himmel, Satanspimmel. Oh, guck. Die Karte sieht auch aus wie ein Pimmel. Nein, wie ein umgedrehtes Kreuz eigentlich gerade. Mensch, der Raum war ja gefährlich. Irgendwie nichts passiert. Okay, wir hatten Feuertränen in dem Raum. Schön zu wissen. Bomben, 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 Bomben. Wo ist denn überhaupt der Herr Boss? Südlich. Puh. Fast reingewalkt. Unsere Range ist auch schon höher, ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß, dass ich oben noch ein Seelenherz habe. Das hole ich auch jetzt. Gib mir auch das heilige Herz. Ich glaube, das Power bringt uns gerade recht wenig. Aber wir sind ja gleich in der Chest und dann gibt es wieder Weihnachtsgeschenke für jedermann. Respekt, der hält 2 Schüsse aus. Ernsthaft? Dieser Raum, er kommt mir bekannt vor. Ich musste mich noch treffen in der Sekunde, wo er stirbt. Oh, Trefferschuss. Warten. Gut. Wow.
Glück gehabt, dass deine Bombenfliege dich gerettet hat. So, wir können nochmal für einen Herzschaden nochmal in den anderen Raum da reingehen. Aber nee, komm. Quälen wir uns nicht mehr rum als nötig. In eine Fluggestalt kommen. Polaroid macht es auch nur unnötig einfach. So, Isaac ist bezwungen. Wir haben noch ganz viel Herzen und können einfach weiter. Und haben eine Full Health Pille, die uns überhaupt nichts bringt. Hallo, Chest-Ebene. Mit alter Musik. Chemical Peel. Kurz Unsterblichkeit. Revenge Fly. Heilung bei Schaden bringt uns gar nichts und Chemical Peel Damage ab. So, Satan ist natürlich unser letztes Ziel. Wir nehmen trotzdem das Einhorn mit, damit wir uns kurze Zeit unverwundbar machen können, falls irgendwelche super ekligen Gegner kommen. Oder super große Gegner, die gleichzeitig sterben. Wir haben schon wieder nicht Guppy's Tail, ne? Ja, wir haben nie Guppy's Tail. Ist irgendwie seltener geworden. Ich kann mich erinnern, das fast den jungen Mann immer gefunden zu haben sonst. Eine Münze. Dann lassen wir das mit dem Ebenen erkunden, würde ich fast schon sagen. Wir sind stark und ich will nicht meine Leben verschwenden. Toll. Ja, einer ist besiegt. Okay, beide besiegt. Okay, und endlich Schlüssel. Schade, dass wir kein Holy Shield bekommen haben. Okay, das war dieser Damage Shields Effekt, der uns nichts bringt. Wunderbar, alle weggelasert. Oh, wir haben einen Treffer auf Brimstone. Sehr gut. Perfekte Situation dafür. Schauen wir mal, was wir beim Baby haben. Normal. Okay. Hast du weniger Leben als Isaac? Kann das sein? So. Für Megasatan würde ich schon erst die Ebene fertig machen wollen. Einfach in der Hoffnung, dass Items existent sind. Ich weiß ja nicht. Ja doch, machen wir, komm. So, einmal nochmal durchlasern. Ich believe in mich. Okay, ich habe meine Believe in mich verloren. Megasatan brauchen wir halt irgendwas, was uns heilt oder irgendetwas. Und nicht ein Bloat-Boss mit zwei Peep-Eyes. Wieso taucht der Deathbird immer auf, wenn ich einen Gegner besiegt habe? Muss ich nicht verstehen, oder? Bob's Curse. Wir haben doch Megabomben. Ich vergesse die ganze Zeit. Wir benutzen einfach die Megabomben bei Megasatan. Megasatan versus Megabomben. Ich hasse mein Leben. Hallo Megasatan. Oh, guck mal, wie uns so in der Cutscene bewegt. Wir sterben bei ihm eh, aber egal, wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Es gibt nicht mal eine Belohnung dafür. Ach ja, der macht ja so ein richtiges Dauerfeuer-Abenteuer. Dass man so ein paar Treffer eh einstecken muss. Aua. Das trifft mich einfach der Arsch, weißt du? Geht einfach weg. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Spreng einfach die ganze Ebene. Die Party ist vorbei, Kinders. Ja, ich wollte nur getestet haben. Wir haben Versteinerungstränen. Der Deadbird hat gerade was getötet, wenn ich es richtig gesehen habe. Will ich nur anmerken.
Okay, letzter Treffer. Nee, wir sind noch nicht mal bei der Skelettform. Ja, tot. Weil er genau den Strahl schräg geschossen hat. Man weiß halt nie, ob er in Horror zertal oder schräg schießt. Aber egal, wir haben alles getötet, was totbar war. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Binding of Isaac. Oh, ein Auge.